Vielleicht nur kurz zum Blum-Bonus. Sie argumentieren ja das immer da ganz geschickt, aber es wäre vielleicht einmal nicht schlecht, sich mit dem Herrn Blum wieder mal zusammenzusetzen. Also wir werden das jetzt einmal demnächst tun, denn da gibt es schon sehr interessante Ansätze, um vielleicht einen Blum-Bonus neu hier zu konzipieren und auch den Unternehmen anzubieten, um Lehrstellen aktiv zu schaffen. Das möchte ich an dieser Stelle schon einmal sagen. Herr Minister, aber jetzt zu einem anderen Thema, was bei Ihnen ins Ressort fällt, ein praktikabler oder ein Lösungsvorschlag von der Freiheitlichen Partei, der man ja immer vorwirft, nicht innovativ zu denken. Uns geht es jetzt darum, dass ich Ihnen eine Variante vorstelle, um letztendlich über Energiespaßnahmen die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern voranzutreiben. Denn Energiesparmaßnahmen sollten eigentlich noch vor erneuerbaren Energiequellen stehen. Und da geht es uns ganz konkret um die Umrüstung von althergebrachten Beleuchtungskörpern auf LED-Technologie. Da werden Sie sicherlich davon schon gehört haben. Das ist eine sehr kostengünstige und ich werde Ihnen dann auch gleich eine Darstellung liefern, warum das wirklich eine super Variante ist und eine sehr umweltfreundliche Maßnahme, wo letztendlich der Energieverbrauch sehr rasch gesenkt werden kann. Ein paar Fakten dazu: LED-Lampen haben die höchste Energieeffizienz und auch die höchste Lebensdauer, nämlich über 50.000 Stunden. Eine normale Glühbirne mit 600 Lumen Leuchtkraft verbraucht 60 Watt, wie viele wissen. Eine LED-Lampe mit der gleichen Leuchtkraft hingegen nur 8 Watt. Ein Beispiel eines Autohauses in Westösterreich. Die haben dort den Stromverbrauch konkret um 1.200 Euro gesenkt. Und die Leasingrate, weil natürlich die Investitionskosten recht hohe sind, beträgt dort 800 Euro. Das heißt, man kann sich dort nach Adam Riese ausrechnen, dass sich diese Investition bereits ab dem ersten Monat rechnet. Und das ist eine super Sache. Und jetzt komme ich auf Ihr Ressort. Wir wissen, dass natürlich in Gemeinden, in ländereigenen Gebäuden, in Bundesgebäuden sowie privaten öffentlichen Unternehmen Millionen von Leuchtkörpern im Einsatz sind. Und eine Umstellung eben auf diese LED-Lampen würde eben sofort die Kosten senken und die Umwelt in erheblichem Maße schonen. Ich habe es vorher angesprochen, die Investitionskosten sind hoch, aber auch da haben wir uns etwas überlegt. Nämlich, dass man für die Investition die Kommunalkredit AG heranzieht, die ja, wie wir alle wissen, verstaatlicht ist, die wir hier in die Pflicht nehmen, Finanzierungsmodelle für Gemeinden, für den Bund, für Bundesgebäude erstellen sollen und das eben eine Initiative der österreichischen Bundesregierung gemeinsam mit der Kommunalkredit Austria AG eben zu einer Offensive dieser Leasing-Variante für Unternehmen und Gemeinden sich anbietet. Das Modell bringt nur Gewinner, ich möchte es nochmals zusammenfassen. Die Umwelt wird eben durch sinkenden Energieverbrauch geschont, die Kosten sinken, es rechnet sich oftmals vom ersten Tag weg. Die Kommunalkredit, vielleicht auch kein schlechtes Argument, erschließt ein neues Geschäftsfeld. Und die Ausgaben, auch eine ganz interessante Sache, des Staates für die vielfach bekannten CO2-Zertifikate sinken. Daher bringt die FPÖ mit dem Abgeordneten Temessel und weiterer Abgeordneten betreffend LED-Leasing-Initiative für Gemeinden und Unternehmen folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Wirtschaft, des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend, wird aufgefordert, Maßnahmen zur Umsetzung einer LED-Finanzierungsinitiative in Kooperation mit der staatseigenen Kommunalkredit Austria AG für Unternehmen und Gemeinden umzusetzen und dieses Modell bei den Zielgruppen zu bewerben.